Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond. Ich habe da gar nicht weitergemacht, weil ich nämlich ein bisschen geforscht habe, was Architecture-Craft angeht. Und man kann die Dinger so hinsetzen, man muss nur wissen, wie. Es gibt im Internet ein Manual dafür vom Mod-Autor selbst, wo beschrieben ist, dass man mit den Blöcken gar das machen kann und man kann sie so setzen. Man muss sie bloß, also mit normalem Rechtsklick setzt man sie halt so und mit Shift-Rechtsklick kann man sie dann quasi andersrum setzen. Und dann mit dem Hammer, den man einfach macht mit Farbe, Eisen und Sticks, kann man das Ding dann drehen. Und ja, das gefällt mir. Das heißt, es geht. Cladding ist übrigens für Blöcke da, wo man Sachen drauflegen kann. Zum Beispiel auf Stufen kann man Cladding drauflegen, wie Teppich quasi. Und Roofing kann man auch mit zwei verschiedenen Texturen quasi machen. Aber das gefällt mir erstmal so. Erstmal so gelassen. Ich überlege mir noch, wie ich das hier zu Ende mache. Aber wobei jetzt inzwischen. Ich. Halt die Frage, will ich es immer noch abrunden oder nicht? Hier so halbrunde Säulen raus. Das Wir testen das mal. Das machen wir. Weil wir es können. So, also, okay, dann machen wir das mal, indem wir. Ich hab mal gar nicht geguckt, ob man die zurück tun kann, aber ich glaube nicht. Egal. Rounded einmal. Das Ding habe ich ja noch hier irgendwo rumfliegen. Meine Rounded Corner, das darf wiederum weg. Das ist getestet. Das müssen wir umwandeln. Cladding Factory Block brauchen wir erstmal nicht. Windows war auch nur ein Test. Das kommt weg. Das kommt weg. Und dann. Halbrundungen, nicht Cobblestone, sondern du. So. Ach ja, erstmal die Halbdinger. Wobei, das sind doch die dann auch, ne? Ja, ja. Ins Eck. Genau so wollte ich es haben eigentlich. Ja. Ja. Ein Clock. Gut. Die kann man sicherlich noch anderweitig verwenden. Garantiert. Jetzt chill doch mal. Ach ja, und F7 kann auch wieder aus. Es zieht nur unnötig Probe. So. Ja. Dann überlege ich mir die Sache mit hier nochmal. Hier können wir auch das Dach außen rund machen. Gut. Spring. Ich würde auch gerne hier, wenn wir hier schon kein Feld machen, würde ich gerne hier nach oben gehen und hier nach oben noch ausbauen. Dass wir dann hier so eine Halbkugel oder keine Ahnung was hinbekommen. Boink. Okay, das heißt, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 von denen nochmal, von den Halbrunden. Oder 4, weil wir haben noch welche. Oder, na gut, was soll's. Es werden nicht die letzten Blöcke bleiben, die wir brauchen davon. Stellen wir auch noch für oben. So. Da können wir eigentlich hier direkt schon einen runtergehen. Also. Chill. Also, mein Gott. Hin und her gefrickel. 1, 2. Irgendwie so. Wow. Man fliegt aber auch hier echt mal mega weit. So. Und noch ein. Hier hin. Weil ich da auch gern rundeckig hätte. So, dann. Genau. Die müssen wir jetzt querstellen. Heißt mit. Okay. Shift-Rechtsklick. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Wem fliegen vor allem? Wichtige Achse treffen. Komm schon. Dreh dich hier. Nee, dreh dich. Dorthin. Nein. Ja, und jetzt.
Hide. Behave. Gut, Moment. Shift, rechtsklick an die Ecke. Nein, Shift, rechtsklick, dann vielleicht an die Ecke. Auch nicht. Oben? Warte mal. Hover Mode nervt nicht. Oh Gott, das ist schwierig. Sehr schwierig, aber ja, das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Kann ich? Warte, halt, stopp, wie viel brauche ich davon noch? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Acht, neun, zehn erstmal. Zehn von denen. Kann man auch nicht ganz so schnell rausklicken, die Dinger. Puh, okay, vielleicht ein Hilfspinöpel. Hilfspinöpel. Warte mal. Shift. Nur richtig drehen. Ja. Shift. Nee, Quatsch. Sorry. Ja. Und Gott, schwierige Geburt hat, sag ich euch. Shift. Shift. Ja. So. Ja. Machen wir erstmal die anderen Sachen. Ach Gott. Schon wieder ein Slime. Schockt mich doch nicht immer so. Wow. Shift, rechtsklick. Shift. Shift. Ne, will nicht. Gut, dann halt nicht. So. Möp, möp. Möp, möp, nee, möp, möp, ja, hopp, so ist brav. So ist brav, so ist brav. Gut, da vorne noch die Dinger. Hilfsblock. Das ist zu tief. Genau. Schön. Eins, zwei, drei, viermal Shift-Klick, damit drehen. Danke. Man muss ein bisschen rumprobieren, wenn man das erste Mal damit arbeitet. Es ist nicht unbedingt so selbstverständlich, aber es wird. Ich würde außen dann auf jeden Fall eine Reihe von denen nehmen, als Umrandung wieder. L-Hover-Modus, so, also quasi. So. Du darfst dann in die Ecke. Wenn wir hier die Schrägen dann nehmen. Schräg. Na. Ja. So, den Randstein, wie gesagt, was ich in der Mitte machen möchte, weiß ich noch nicht ganz genau. Bin mir noch ein bisschen unschlüssig. Hier drin will ich auf jeden Fall den als Randstein und hier dann die Füllung mit irgendwas. Meine Füllung. Ja. Müssen wir gucken wegen dem Ding da. Gut, 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 gut. Es ist nicht so einfach, aber es läuft. Okay, okay.
Ja, gibt es Rundblöcke eigentlich? Das habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Na, stop it. Danke. Hammermut aus, reicht. Rundblöcke im Sinne von innen rund, außen rund, aber ich glaube nicht. Nee, außen ist immer eckig. Egal, was wir tun. Gut, dann, wow, das war knapp. Dann halt nicht. Gut. Ja. Dann sind wir schon mal ganz glücklich darüber. Tür zu. Hier tue ich dann erst einmal Chiseled Stone hin. Und wir müssen unser Inventar aufräumen. Also, Chiseled Stone. Gab es nicht hier einen Befehl, um das zu erweitern? Ja, hier, ne? Da, so. Gut. Chiseled Stone. Chiseled Stone. Das bist... Bist du das? Bist du das? Ich glaube schon. Mosaik. Ja. Oh. Nein. Oh. Puh. Normalerweise, wenn es so lange hakt, heißt es immer... Shutting down internal. Ja, war... Aber diesmal nicht. Danke. Sehr freundlich. Vielleicht mag ich doch diesen Stein-Industrie-Look. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Nur außen nicht. Denke ich, werde ich anders handhaben. Okay, gut. Aber damit bin ich schon mal zufrieden. So, fürs Erste. Dann machen wir das hier so. Und außen einen Randstein. Dann eben... auch in dem Look. Auch in dem Look. Oder eben andersrum, in Glas, heißt... Arches. Ja, einfach andersrum. Richtung, obwohl jetzt zum ganzen Block hin. Das wäre dann das. Sind wie viel? 8, 9 oder so? 10 Stück. Von wegen about to die. Hier ist niemand about to dien. Zu dien vor allem. So, ups. Ja, passt. So, alles ein bisschen halbrund. Hat was. Nur das hier gefällt mir noch nicht. Okay, wow, es sieht schon klasse aus. Also ich muss sagen, ja, das, ja, gefällt mir doch. Vielleicht können wir hier noch. Ich weiß, Hover Mode ist nervig, tut mir auch leid, aber da müssen wir jetzt gerade mal durch. So, und dann Innenstein. For now. Sorry. Stopp. Du hast ja eigentlich schon. Wie sieht das wohl aus? Wenn wir dich jetzt noch verbinden hier. Nee. Schon. Gut, dann machen wir hier erstmal so dicht. Das überlege ich mir auch noch. Und zu. Okay. Können wir dich trotz Bodengerät mal an die Wand bappen? Geht das? Das ist nicht hübsch, aber erstmal hilfreich. So, okay. Dann, ja, hätten wir das fürs Erste. Wir sollten langsam mal wieder Richtung Technik gehen.
ein bisschen weniger bauen. Aber ja, die zwei Folgen sind noch eben kurz einmal. Also diese und vorige Folge sind jetzt einmal zum Bauen da. Und danach geht es wieder weiter mit Technik. Ich wollte was zu essen. Aber muss ja auch gut aussehen, nicht? Ansonsten ist die Technik auch blöd. Wenn es nicht hübsch aussieht. Hoppala. Auf. Ja, das müssen wir auch noch hier hübsch auskleiden. Also hübsch im Sinne von hübsch hübsch, weil das ist nicht so hübsch. Gut, hier hätten wir noch die Möglichkeit, dann mit den Vents zu arbeiten. Also den Vents eventuell. Vielleicht sieht es hier nicht ganz so kacke aus. Mr. Chisel, was sagen Sie dazu? Nein, stop it. Nee, nicht die. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Dalmatiner-Muster, ehrlich gesagt. Das gefällt mir nicht. Ich muss das Grade dunkler machen. Ansonsten, aber eigentlich ist es eine ganz nette Idee. Ansonsten die richtigen Vents könnten wir noch nehmen. So als Art Kühlungssystem. Das sieht mehr aus wie Knast. Knast wollen wir nicht, dann mache ich die dunkler und dann wird es schon. Das wird schon, das wird. Okay, wenn nichts wird, wird. Mhm. Die Uhrzeit sagt, wir machen diese Folge mal eine ganz bisschen kürzere Folge im Gegensatz zur letzten Folge. Die war ja extra lang für Baufolgen halt. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit Technik. Ich versuche hier noch ein bisschen weiter zu basteln. Die Textur wird noch gemacht mit quasi so einem ähnlichen Rahmen wie hier für Glas. Und ja, mal gucken, was sich noch finden lässt. Die Tür selbst ist texturentechnisch, ist okay. Die würde ich erstmal so lassen, weil die doch relativ... Ist es sogar 64 Pixel? Nee, 32, egal. 32 ist auch okay, oder? Warte mal. Nee, ist... Oder? Warte. Nee, es sind 32 Pixel. Gut, aber ich finde, es passt trotzdem. Sieht gut aus. Findet nicht auch? Ich finde die Türen voll genial. Super geile Türen. Mega genial. Das sieht voll klasse aus. Guck doch mal, wie das aussieht. So voll Hightech, wenn man hier durchgeht. So, wow. Houston, öffne die Tür. Und so, ja. Gut. Jetzt wird es sicherlich gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.